Simone Hanselmann, geboren am 6. Dezember 1979 in Mülheim an der Ruhr, war eine deutsche Schauspielerin mit einer bemerkenswerten Lebensgeschichte. Nach der Trennung ihrer Eltern erlebte sie als Teenager einen bedeutenden Umbruch, als sie gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in den US-amerikanischen Bundesstaat Utah zog. Dort hatte ihre Mutter einen Mann kennengelernt und geheiratet, der dem mormonischen Glauben angehörte, dem die deutsche Familie Simone Hanselmann wurde im Alter von 12 Jahren getauft und lebte fortan nach den Regeln und Prinzipien der mormonischen Religionsgemeinschaft. Dies war eine prägende Zeit in ihrem Leben, die sie mit einem anderen kulturellen und religiösen Hintergrund vertraut machte. Mit 17 Jahren kehrte Simone Hanselmann nach Deutschland zurück, um wieder bei ihrem Vater zu leben. Diese Rückkehr markierte einen neuen Abschnitt in ihrem Leben, in dem sie ihre eigene Identität und ihren eigenen Weg finden musste. Die Erfahrungen ihrer Jugend prägten Simone Hanselmann und beeinflussten sicherlich auch ihre spätere künstlerische Arbeit als Schauspielerin. Ihre Vielseitigkeit und emotionale Tiefe in der Darstellung von Charakteren könnten durch ihre persönlichen Erfahrungen bereichert worden sein. Simone Hanselmanns Karriere begann auf bemerkenswerte Weise, als sie beim Modelwettbewerb Gesicht 96 entdeckt wurde. Ihre natürliche Schönheit und Ausstrahlung fielen sofort auf und ebneten ihr den Weg in die Welt des internationalen Modelings. In den folgenden Jahren arbeitete sie als erfolgreiches Model und eroberte die Laufstege und Magazine weltweit mit ihrem Einzig. Trotz ihres Erfolgs im Modelgeschäft verspürte Simone Hanselmann den Wunsch, sich künstlerisch auszudrücken und ihre Leidenschaft für die Schauspielerei zu verfolgen. Diese Entscheidung führte sie zu neuen Herausforderungen und Möglichkeiten in der Film- und Fernsehbranche. Ihr Durchbruch als Schauspielerin kam mit ihrer Rolle als Anna Meissner in der beliebten deutschen Fernsehserie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, GZSZ. Von 1998 bis 1999 verkörperte sie die Figur des bulimiekranken Models, das infolge einer dissoziativen Identitätsstörung in die Charaktere Judith Unger und Susi aufgespalten. Diese komplexe Rolle bot Simone Hanselmann die Möglichkeit, ihr schauspielerisches Talent und ihre Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen. Sie konnte die emotionalen Höhen und Tiefen der Figur glaubhaft darstellen und das Publikum mit ihrer beeindruckenden Leistung berühren. Die Darstellung einer Figur mit einer psychischen Störung wie dissoziative Identitätsstörung erforderte nicht nur schauspielerisches Können, sondern auch Sensibilität und Einfühlungsvermögen. Simone Hanselmann meisterte diese Herausforderung mit Bravour und erntete Lob und Anerkennung für ihre überzeugende Darbietung. Ihre Zeit bei GZSZ markierte einen wichtigen Meilenstein in Simone Hanselmanns Schauspielkarriere und ebnete den Weg für weitere spannende Projekte in Film und Fernsehen. Ihr Talent und ihre Hingabe zur Schauspielerei machten sie zu einer gefragten Darstellerin und öffneten ihr die Türen zu neuen und vielfältigen Rollen. Simone Hanselmanns vielseitiges Talent und ihre beeindruckende Leistungsfähigkeit zeigten sich in einer Vielzahl von Film- und Fernsehproduktionen, die sie im Laufe ihrer Karriere bereichert haben. Unter anderem spielte sie in Filmen wie Flashback, Mörderische Ferien und der Bilcher-Verfilmung Flammen der Liebe mit, wo sie ihr schauspielerisches Können unter Beweis stellte und das Publikum mit ihrer Präsenz und Ausdrucksstärke beeindruckt. Neben ihren Leistungen auf der großen Leinwand war Simone Hanselmann auch auf der Theaterbühne zu sehen, wo sie mit ihrer Bühnenpräsenz und ihrem schauspielerischen Geschick das Publikum in Bann zog. Ihre Vielseitigkeit spiegelte sich auch in ihren Auftritten in verschiedenen Fernsehserien wider. Sie war in erfolgreichen Produktionen wie Berlin, Berlin, Christa und Soko Kitzbühel zu sehen, wo sie durch ihre überzeugenden Darstellungen und ihre Fähigkeit, sich in verschiedene Rollen einzufühlen, überzeugte. Eine ihrer bemerkenswertesten Rollen war ihre Teilnahme am Stamm der Serie Schulmädchen von 2002 bis 2005. In dieser Serie konnte sie ihre Vielseitigkeit und ihre komödiantischen Fähigkeiten unter Beweis stellen und das Publikum mit ihrem Charme und ihrer Lebendigkeit begeistern. Ein weiterer Höhepunkt ihrer Karriere war ihre Rolle in der ersten Staffel der Serie Lascio, die Faust Gottes im Jahr 2009. In der sie eine der Hauptrollen spielte. Diese Serie ermöglichte es ihr,
ihr schauspielerisches Talent in einer anspruchsvollen und actiongeladenen Umgebung zu präsentieren und ihr Können einem breiten Publikum zu zeigen. Simone Hanselmanns Beitrag zur Film- und Fernsehindustrie war von großer Bedeutung und hinterlässt ein bleibendes Erbe. Ihre Vielseitigkeit, ihre Leidenschaft für die Schauspielerei und ihr Engagement für ihre Rollen haben sie zu einer geschätzten und bewunderten Persönlichkeit in der deutschen Unterhaltungsbranche gemacht. Ihre unvergesslichen Auftritte werden weiterhin die Herzen der Zuschauer berühren und ihre Erinnerung wird in der Welt des Films und darüber hinaus weit. Mit tiefem Bedauern und Trauer müssen wir heute Abschied von der talentierten Schauspielerin Simone Hanselmann nehmen. Ihre unerwartete Abreise hinterlässt eine Lücke in der Film- und Unterhaltungsindustrie, die schwer zu füllen sein wird. In dieser schwierigen Zeit möchten wir an ihr Leben und ihre bemerkenswerte Karriere erinnern und ihr Andenken. Simone Hanselmann war eine außergewöhnliche Künstlerin, die mit ihrem Talent, ihrer Ausstrahlung und ihrem Engagement das Publikum auf der ganzen Welt berührte. Ihre Vielseitigkeit als Schauspielerin ermöglichte es ihr, eine breite Palette von Rollen zu verkörpern und jedem Charakter eine einzigartige Tiefe und Authentizität zu verleihen. Durch ihre beeindruckenden Leistungen auf der Bühne und vor der Kamera hat Simone Hanselmann zahlreiche Herzen erobert und unvergessliche Eindrücke hinterlassen. Ihre Fähigkeit, Emotionen zum Ausdruck zu bringen und sich in die Herzen der Zuschauer zu spielen, machte sie zu einer geliebten und geschätzten Künstlerin. Simone Hanselmanns Vermächtnis wird nicht nur durch ihre Arbeit als Schauspielerin, sondern auch durch ihre Menschlichkeit und ihre positiven Einfluss auf andere Menschen weiterleben. Sie wird für immer in unseren Erinnerungen bleiben, als eine strahlende Persönlichkeit, die das Leben der Menschen berührte und inspiriert. In dieser Zeit des Abschieds und der Trauer möchten wir uns an die schönen Momente erinnern, die Simone Hanselmann uns geschenkt hat, und sie in unseren Herzen tragen. Möge ihr Geist weiterleben durch die Erinnerungen, die sie hinterlassen hat, und möge sie in Frieden ruhen, wissend, dass sie für immer in unseren Herzen bleiben wird. Auf Wiedersehen, Simone Hanselmann. Mal so ins Blaue reingefragt, was braucht's denn, um das Leben meistern zu können? Ja, ich glaube, eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein braucht man heutzutage schon. Humor ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste. Gute Freunde wären schön. Und ich glaube tatsächlich auch für die meisten Leute mit das Wichtigste irgendeine Aufgabe. Also dass man so das Gefühl hat, da ist mein Platz, da gehöre ich hin, das kann ich, das mache ich, da werde ich im Zweifel auch gebraucht. Jetzt mal angenommen, man ist nicht lustig, man hat keine Aufgabe, man ist nicht selbstbewusst. Also die Dinge, die du jetzt gesagt hast, wäre schön, wenn die vorhanden wären. Wenn man die alle nicht hat, wie kriegt man es trotzdem hin? Keine Ahnung. Da habe ich ja kein Patentrezept. Also ich glaube, was heißt schon durchs Leben kommen? Also das Leben hat ja eigentlich auch sehr schöne Seiten und sehr schöne Sachen zu bieten. Es ist ja nicht nur ein Kampf die ganze Zeit. Ich glaube, man kann vieles lernen und vieles antrainieren. Und man muss nicht alles gekriegt haben. Also ich glaube, vieles kann man im Laufe des Lebens erst rausfinden. Hauptsache, man genießt es irgendwie. Von den genannten Sachen jetzt eingangs, bei welchen hattest du das Gefühl, ja, das ist durchaus